Hallo Sushi-Liebhaber, heute gibt es mal wieder eine richtig leckere Beilage. Ich habe hier Edamame, ich zeige dir euch mal aus Namen. Das sind junge Sojabohnen. Und wie man daraus eine leckere Beilage macht, das zeige ich euch in diesem Video. Jetzt sind wir am Herd. Ich habe hier einen großen Topf aufgesetzt mit kochendem Wasser. Das werde ich zunächst ein bisschen salzen. Muss auch gar nicht so viel sein, ein kleines bisschen reicht schon. Und jetzt habe ich hier die Edamame, das ist 1 Kilogramm, da werde ich ungefähr die Hälfte nehmen. So, das war jetzt circa die Hälfte. Das Wasser wird gleich wieder aufkochen, nachdem natürlich die gefrorenen Edamame da reinkommen, kühlt das erstmal ein bisschen ab. Wenn es aufgekocht ist, werde ich es ungefähr 5 Minuten lang im Topf lassen und danach rausholen. Während die Edamame im Topf sind und vor sich hin köcheln, werde ich jetzt schon mal die Soße vorbereiten. Ich habe hier ein bisschen Ingwer, frischer Ingwer. Das sind ein paar Abschnitte. Mit dem anderen Teil vom Ingwer habe ich mir selbst eingelegten Gari gemacht für meine Sushis. Das Video dazu blende ich euch sehr gerne ein. Dann haben wir hier ein bisschen Knoblauch, ein paar getrocknete Chilis, die sind sehr scharf, also nur 3 kleine. Ein klein bisschen Sojasauce und ein bisschen Sesamöl. Ich fange jetzt damit an, dass ich Knoblauch und Ingwer klein schneide. Wir werden versuchen, relativ fein den Ingwer zu schneiden. Ich werde den erst schneiden, dann werden wir den noch hacken. Versucht möglichst das relativ mit wenig Abschnitten zu machen. In meinem anderen Video habe ich das mit einem kleinen Löffel geschält. Ich finde, bei so einem kleinen Stück kann man das eigentlich auch ganz gut mit dem Messer machen. Sieht doch schon sehr gut aus. Das kann an die Seite. Und jetzt werden wir anfangen, den Ingwer möglichst fein hier runter zu schneiden in Scheiben. Und jetzt werde ich den Ingwer einfach noch ein bisschen durchhacken, bis möglichst feine kleine Würfel entstehen. Das gleiche mache ich dann noch mit dem Knoblauch, mit den Chilis. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Herd. So, die Edamame, hier seht ihr sie, waren jetzt 5 Minuten in dem kochenden Wasser. Ich werde die drüben abgießen in meinem Spülbecken und dann kommen die gleich in die Pfanne. Alles ist vorbereitet. Die Edamame stehen hier links, sind im Topf abgegossen, allerdings noch ein bisschen heiß. Wunderbar. Hier seht ihr Knoblauch, Ingwer und ein bisschen von den Chilis. Vom Ingwer habe ich jetzt ungefähr nur die Hälfte genommen. Das war mir dann doch ein bisschen viel, auch wenn ich sehr gerne Ingwer mag. Jetzt habe ich hier Sesamöl. Gebe ich ein bisschen was in unsere Pfanne. Ich würde mal sagen, so 2 Teelöffel waren es circa. Das kann an die Seite. Das lassen wir ein bisschen warm werden. Jetzt können wir die Chilis nehmen. Da die sich sehr schlecht schneiden lassen, brösel ich die da einfach immer so rein. Nur auf jeden Fall danach gründlich die Finger waschen und nicht in die Augen fassen. Das riecht hier schon herrlich nach Sesamöl. Und als letztes kommt zum Öl, um richtig Geschmack zu verleihen, noch der Knoblauch und der Ingwer. Alles drin. Das lasse ich jetzt circa 1 Minute bei mittlerer Hitze ganz leicht in der Pfanne und dann geht es gleich weiter. Circa 1 Minute später bei mittlerer Hitze hat das Öl den Geschmack von Ingwer, von dem Chili und von dem Knoblauch richtig schön angenommen. Und ich werde jetzt den ganzen Topf Edamame hier nehmen und einfach darüber leeren. Alles drin. Wunderbar. Jetzt schön die Soße unterheben. Die Edamame sind ja noch heiß, die kommen ja gerade erst aus dem heißen Wasser. Einfach schön gucken, dass alles gut bedeckt ist von der Soße. Ich habe übrigens noch ein kleines bisschen von dem Sesamöl nachgegeben, also insgesamt circa 3 Teelöffel. Das werde ich jetzt eine gute Minute hier in der Pfanne lassen und dann können wir gleich schon probieren. Eine Sache habe ich euch noch unterschlagen. Sojasauce haben wir ja auch noch. Davon werde ich gut 2 Teelöffel noch hinzugeben. Jetzt stelle ich den Herd schon aus. Rühre die Sojasauce noch ein bisschen unter. Lass die Pfanne noch ein bisschen auf dem Herd stehen. Und dann können wir gleich wirklich probieren. Es hat gerade mal 10 Minuten gedauert und die Edamame sind schon fertig. Ich zeige es euch mal hier.
richtig lecker sehen die aus und hier in der Küche riecht es auch schon wie wahnsinnig nach Knoblauch und Ingwer. Ich freue mich total, die sehen richtig klasse aus. Aber bevor ich die jetzt probiere, habe ich mir noch einmal Edamame bereitgelegt, bevor ich die in die Pfanne gegeben habe zur Soße. So sehen die aus. Und ihr seht, wenn ihr hier drauf drückt, dann kommen die einzelnen Sojabohnen da raus. Ich werde jetzt erstmal die probieren. Wenn ihr die essen möchtet, könnt ihr die einfach so rausdrücken und direkt in den Mund. Die schmecken, ich würde es als leicht nussig beschreiben, sehr lecker, interessanter Geschmack. Erinnert mich ein kleines bisschen an Esskastanien, wenn ihr die kennt. Wenn nicht, auf jeden Fall probieren, sehr lecker. Jetzt geht's aber weiter mit den Gewürzen. Ich nehme mir mal hier so ein richtig schönes raus. So sehen die aus, mit schön ein bisschen Knoblauch und Ingwer dran. Wenn ihr hier unten drauf drückt, dann sollten die hier oben rauskommen. Genau das ist der Fall. Eins konnte ich euch sagen, die müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Die sind richtig, richtig lecker. Schön scharf, genauso wie ich es mag. Und ihr seht, die Schale könnt ihr nicht mitessen. Die ist sehr hart und zäh. Auf gar keinen Fall. Das Rezept kann ich euch aber sehr empfehlen. Ich habe es euch nochmal verlinkt auf meiner Homepage sushi-liebhaber.de mit allen Zutaten, alle Anweisungen komplett zusammengeschrieben, dass ihr es ganz einfach selber zu Hause nachkochen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar. Vielleicht möchtet ihr euer Rezept für Edamame mit uns teilen. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin!